Hallo und herzlich willkommen zu TV Allgäu Nachrichten am Montag. Schön, dass Sie mit dabei sind. Heute haben wir unter anderem diese Themen für Sie. Ab ans Wasser. Projekt Iller erleben will den Fluss besser ins Stadtbild einbinden. Politik zum Anfassen. Hoher Besuch im Sommercamp der christlichen Arbeiterjugend und von den Heiligen lernen. Kreszenzjahr-Reliquie in Obergünzburg eingesetzt. Ja, vielerorts ist er das Herz der Stadt. Der Fluss, egal ob München, Köln oder Hamburg, das Café am Ufer, die Sitzmöglichkeiten am Wasser und das Restaurant auf dem Boot gehören fest zum Stadtbild dazu. In Kempten ist das anders, die Stadt existiert eher neben dem Fluss. Doch das soll sich in Zukunft ändern, denn der Verein Freunde der Altstadt will mit dem Konzept Iller erleben den Fluss wieder mehr in den Fokus rücken. Und auch das Allgäuer Überlandwerk will seinen Teil dazu beitragen. Strahlender Sonnenschein, Temperaturen über 30 Grad. Es ist Sommer in Kempten. Doch während es bei diesem Wetter in anderen Städten die Menschen zahlreich ans Wasser zieht, ist das Ufer der Iller weitestgehend leer. Zugegebenermaßen ist es aber auch nicht sehr einladend, sich hier ans Wasser zu setzen. Das soll sich jetzt aber ändern. Der Verein Freunde der Altstadt will die Iller nach und nach durch viele kleine und große Baumaßnahmen in das Stadtbild einbinden. Aktuell, wo wir uns jetzt hier befinden, entsteht der Altstadtpark. Hier werden die ersten Maßnahmen Mitte September diesen Jahres angefangen. Es werden Sitzbausteine direkt an die Iller runter gebaut und somit findet dann die Öffnung zur Iller hin statt und man kann guten Fußes direkt an die Iller hin. Beendet wird es wahrscheinlich Ende dieses Jahres, Frühjahr nächsten Jahres dann dementsprechend. Ein weiteres Bauprojekt, ein künstlicher Seitenarm der Iller. Dort könnte es auch für die Surfer vom Illersteg eine neue Heimat geben. Denn hier soll eine sogenannte stehende Welle entstehen. Die ersten Planungen dazu endeten allerdings mit einem negativen Ergebnis. Der Fluss habe kein ausreichendes Gefälle, um die nötige Beschleunigung des Wassers zu erreichen. Doch der Traum von der festen Surfwelle sei damit noch nicht geplatzt. Für eine stehende Welle in einem Fluss gibt es Spezialisten, ja, und diese muss man auch letztendlich ranbringen und diese auch planen lassen. Und da bin ich mir dann sicher, kommen wir auf ein ganz anderes Ergebnis, wie es momentan kommuniziert wird. Und es ist absolut wünschenswert für Kempten, eine stehende Welle zu haben, weil in unserem Nachbarland Österreich entstehen die wie Pilze. Und wir sollten uns vielleicht gegenüber unserem Nachbarland nicht hinten anstellen, sondern für Kempten selbst ein Alleinstellungsmerkmal kreieren. Und das würde Kempten gut zu Gesicht stehen. Nicht nur die Altstadtfreunde beteiligen sich an den Planungen zum Projekt Iller erleben, auch das Allgäuer Überlandwerk möchte einen Teil zur Verschönerung des Flussufers beitragen. Zeitlich passt es sehr gut zusammen. Die sogenannte Konzession, also das Recht, den Fluss für das Wasserkraftwerk zu nutzen, läuft 2015 aus. Um das Nutzungsrecht erneut zu erhalten, sei ohnehin die ein oder andere Umbaumaßnahme nötig, erklärt Michael Fiedeldey vom AÜW. Am alten Kraftwerk soll eine neue Fischtreppe entstehen und der Rechen zur Reinigung des Wassers soll umgebaut werden. Auf der anderen Uferseite soll ein sogenanntes Dotationskraftwerk gebaut werden. Das Kraftwerk hat eine relativ geringe Leistung, 130 kW elektrisch, aber es steht eben 8.760 Stunden zur Verfügung und versorgt damit gut 300 Haushalte rund um die Uhr mit elektrischer Energie. Es vermeidet 560 Tonnen CO2 pro Anno. Und das ist, glaube ich, in der Gesamtbilanz ein ganz gutes Ergebnis, das sich nicht nur ökonomisch, auch ökologisch sehr gut darstellen lässt. Das AÜW selbst würde aber nur das Untergeschoss des Kraftwerks benötigen. Daher wird nun geplant, wie sich das Gebäude in den Plan Iller erleben einbinden lässt. Wir bauen dort an sehr exponierter Stelle und das ist uns auch schon klar und wir lassen diesen technischen Entwurf natürlich auch architektonisch begleiten. Gehen jetzt Anfang August oder Ende August in den Wasserrechtsbescheid hinein und haben für die Oberfläche dieser grundsätzlichen Struktur zwei Nutzungskonzepte. Einmal ein gastronomisches Konzept, in dem wir im Moment zwischen 3 und 4 Pächtern mit den Diskussionen führen, wie sieht eine Nutzung dafür aus, dass Variante 1 oder die Variante 2 eben ohne einen Hochbau als reine Terrassenform, die sich, wie wir meinen, im Moment im Entwurf auch sehr schön in das Konzept Iller erleben einbinden lässt.
Sollten die Planungen bewilligt werden, könnten sich schon im Frühjahr 2015 die ersten Gäste auf der neuen Terrasse über dem Kraftwerk sonnen. Es sind große Ziele, die sich die Altstadtfreunde, die Stadt und das AÜW für die kommenden Jahre gesteckt haben. Nach und nach soll so die Iller für alle Bürger erlebbar gemacht werden. Bis es soweit ist, können Sie aber noch in Ruhe Ihre Kreise ziehen. Politiker einmal hautnah erleben, gerade jetzt vor den Wahlen im Herbst, kann das bei der Entscheidung, wo das Kreuzchen landen soll, recht hilfreich sein. Im Sommercamp der christlichen Arbeiterjugend steht dieser Tage genau dieses auf dem Programm. Eine Woche verbringen die Jugendlichen aus der Diözese Kempten aus der Diözese Augsburg auf einem Kemptner Zeltplatz. Und hier bekommen sie dann Besuch von Politikern aus allen großen Parteien. Und so können sich die jungen Leute mit den Politprofis mal in Ruhe austauschen. Wir sind beim Sommercamp der christlichen Arbeiterjugend in Kempten. Zu Besuch ist heute Thomas Gehring. Der Landtagsabgeordnete der Grünen hat früher als Reporter gearbeitet. Heute gibt er sein Wissen an die Jugendlichen im Camp weiter. In einer kleinen Gruppe wollen sie eine Camp-Zeitung produzieren. Für Thomas Gehring hat die Arbeit mit den jungen Leuten einen wichtigen Stellenwert in seiner politischen Tätigkeit. Die CAJ spricht ja auch gerade Jugendliche an mit Hauptschulabschluss, mit beruflicher Ausbildung oder Jugendliche über den zweiten Bildungsweg. Und gerade diese Jugendlichen, die sehe ich oft zu wenig in Achtung genommen, auch von der Politik und von den Medien. Und von daher ist es gut, dass die CAJ es macht. Und das Zweite finde ich es einfach für einen Politiker immer wichtig, in Kontakt mit Jugendlichen zu treten und mit denen dann über Politik und ähnliche Dinge zu reden. Im Superwahljahr 2013 widmet sich das Sommercamp besonders der Politik. Und die Medien spielen dabei eine wichtige Rolle. So liegt die Produktion der Camp-Zeitung nahe. Dazu gehört auch ein Fotoworkshop. Jugendbildungsreferent Jo Aubele erklärt den Jugendlichen Kniffs und Tricks rund um den Umgang mit der Kamera. Auch Julian Liebmann und Kevin Sachs hören aufmerksam zu, denn ihr erster Einsatz als Pressefotograf steht unmittelbar bevor. Zusammen mit den Nachwuchsreporterinnen Jasmin Klein und Jacqueline Wohlleib führen sie heute ihr erstes Interview. Den neugierigen Fragen der Camp-Reporter stellt sie schon wenig später der Bundestagsabgeordnete Stefan Thomae von der FDP. Zuvor hat er sich mit Jugendlichen über aktuelle Themen ausgetauscht. Ich war eigentlich gebeten worden, was über meine Zeit in Indien zu erzählen, aber wir haben dann ganz spontan umgeswitcht. Die Leute wollten sich eher über Facebook und soziale Medien im Internet unterhalten und so haben wir uns über dieses Thema unterhalten, über Mobbing im Internet, den manchmal rüden Ton, der im Internet herrscht, Etikette im Internet und solche Dinge. Das war eine spannende Diskussion. Die Fragen der Jugendlichen drehten sich aber nicht nur um politische Sachthemen. Sie wollten die Politiker auch ganz persönlich kennenlernen. Im Laufe der Woche werden sie dazu noch mit vielen Vertretern unterschiedlichster Parteien die Gelegenheit haben. Auf unserem Camp besucht uns der Herr Linus Förster von der SPD, der Herr Kreuzer von der CSU und der Herr Dr. Müller und die Frau Bundesministerin Aigner. Es kommen also viele interessante Gäste ins Camp. Und nicht nur Thomas Gehring hat sich einen Workshop für die Jugendlichen ausgedacht. Auch die anderen Politiker haben sich besondere Aktivitäten für das Camp einfallen lassen. Es sind unterschiedliche Workshops geplant. Zum Beispiel mit Herrn Dr. Kreuzer das Geocaching, mit dem Herrn Linus Förster einen Gitarren- und Ukulele-Workshop. Die Frau Ilse Aigner bereitet mit unserem Kochteam ein faires, regionales, gesundes Abendessen zu. So soll bei aller Politik auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Das Camp dauert noch bis Freitag. Dann sind die Jugendlichen bestimmt um viele Eindrücke reicher. Endlich Festwoche. Und TV Allgäu Nachrichten und das neue RSA Radio sind wieder mit dabei. Auf der Medienbühne im Stadtpark. Von Freitag, den 16. August bis Sonntag, den 18. August. Unter anderem mit dabei Fendt, Lamas, Loser Mall, Broadway Joe, Autohaus Brosch mit Allgäu Talentcasting, Allgäuer Mundartverein, Tracht und vielem mehr. Das ganze Programm finden Sie im Internet unter www.tv-allgäu.de. Ja, und unter anderem ist, wie schon erwähnt, der Allgäuer Musikkabarettist Broadway Joe Josef Haberstock zu Gast auf der Medienbühne und zwar am Samstag, den 17. August von 13 bis 14 Uhr.
Vor allem für die Kleinen lohnt sich das, denn Josef Haberstock ist für sein Kinderprogramm bekannt. Und damit da auch alle mitmachen können, verschenken wir gemeinsam mit dem Broadway Joe 100 CDs seines Programms. Wie Sie an die CDs kommen? Ganz einfach. Schauen Sie einfach zwischen 10 und 17 Uhr bei uns in der Redaktion vorbei. Die Adresse lautet Heisinger Straße 14 in Kempten-Leubers. Und zum Abschluss laden wir ein zu einem Konzert von Pianotainment. Erleben Sie die Klavierakrobaten auf unserer Medienbühne. Weitere Infos unter www.tv-allgäu.de. Ja, die aktuellen Temperaturen machen nicht nur uns Zweibeinern zu schaffen, auch die lieben Kühe haben so ihre Probleme damit. Und das bekommen jetzt auch allmählich die Molkereien zu spüren. Denn aufgrund der Hitze geben die Kühe in Deutschland weniger Milch. Das hat der Deutsche Bauernverband mitgeteilt. Normalerweise gebe eine deutsche Durchschnittskuh 25 Kilogramm Milch am Tag. Derzeit seien es aber aufgrund der Hitze 2 bis 3 Kilogramm weniger. In vielen Ställen werden die Kühe deswegen jetzt mit extra Trinkwasser versorgt. Dazu werden Ventilatoren aufgestellt. Das Ganze klingt nicht schlecht, da wünscht man sich manchmal, eine Kuh zu sein. Ja, und wir machen jetzt eine kurze Pause, schwitzen noch ein bisschen und dann geht es hier weiter mit den Meldungen aus der Region. Bleiben Sie dran. Natürlich abnehmen. Ich mache weiter. Ich traue mich wieder essen. Ich spüre mich wieder. Kein Kind muss dick sein. Ernährungsberatung mit Verena Berger. Wohlfühlgewicht und Genuss beim Essen heißt Freude am Leben. Hier finden Sie schnell und einfach Ihren Traumberuf. Jobs im Allgäu.de. Ihr regionaler Jobmarkt. Jetzt kostenlos registrieren und direkten Kontakt zu Ihrem Wunschunternehmen aufnehmen. Jobs im Allgäu.de. Die Jobbörse der Allgäuer Zeitung. Achtung! Küchen zum Festwochen-Meterpreis ab 399 Euro und tolle Festwochenrabatte bei Möbelböck in Kempten-Sandmann nur bis zum 18. August. Finden und gefunden werden. Stellen Sie jetzt anonymisiert Ihre Bewerbungsunterlagen ein und erhöhen Sie die Chance auf Ihren Traumberuf. Jobs im Allgäu.de. Strom und Erdgas von Präg. Jetzt ganz einfach wechseln. Präg. Wir verstehen Energie. Telefon Kempten 540-220. TV Allgäu, Ihr regionaler Mediendienstleister. Wir sind Ihr Ansprechpartner für Filmproduktionen jeder Art. Egal ob Image- oder Messefilme. Werbung. Video fürs Internet. Oder die Dokumentation Ihrer Veranstaltungen. Wir machen aus Bildern, die bewegen, bewegte Bilder. TV Allgäu. Mehr als Fernsehen. Die Meldungen vom 5. August 2013. Auf der A7 bei Füssen ist am Samstagabend ein Reisebus in ein Stauende geprallt. 15 Menschen wurden dabei verletzt, 4 davon schwer. Der PKW, auf den der niederländische Bus aufgefahren war, wurde durch den Aufprall auf die Betongleitwand geschleudert und kam dort zum Liegen. Die 4 Insassen mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. 11 Businsassen einer asiatischen Reisegruppe trugen leichte Verletzungen davon. Sie konnten die Fahrt mit einem Ersatzfahrzeug fortführen. Die A7 war 4 Stunden lang komplett gesperrt. Ein Brand einer Maschinenhalle nahe Hohensolgen bei Buchloe hat zu einem Großaufgebot an Einsatzkräften geführt. Zeugen hatten den Brand in der Nacht auf Sonntag entdeckt. Die eintreffenden knapp 100 Einsatzkräfte konnten den bereits in Flammen stehenden Stadel jedoch nicht mehr retten. Aus diesem Grund entschied sich die Feuerwehr, die Halle kontrolliert abbrennen zu lassen. Dabei wurde ein Übergreifen auf das Hauptgebäude und Wohnhaus verhindert. Die landwirtschaftlichen Maschinen, die sich in der Halle befanden, wurden vollkommen zerstört. Der Schaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Bei Sontheim im Unterallgäu ist heute Vormittag ein Motorradfahrer über ein Brückengeländer geschleudert worden und 10 Meter in die Tiefe gestürzt. Er blieb mit lebensgefährlichen Verletzungen im Schotterbereich einer Bahnlinie liegen. Die Feuerwehr Sonthofen übernahm die Absicherung der Unfallstelle. Vor dem Sturz war es zu einer Kollision des Motorrades mit einem PKW gekommen. Warum, ist derzeit noch unklar.
Zeugenaussagen zufolge war der Motorradfahrer schon vorher gestürzt. Nur noch das führerlose Fahrzeug rutschte in den Gegenverkehr. Der lebensgefährlich verletzte Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus geflogen. Eine 125 Kilogramm schwere Fliegerbombe ist am Samstagmittag aus der Iller in Kempten geborgen worden. Feuerwehrtaucher hatten die Bombe während einer Routineübung in der Nähe der Rosenau entdeckt. Die Fundstelle wurde abgesichert und der Kampfmittelbeseitigungsdienst gerufen. Dieser stellte schnell fest, dass die Bombe bereits entschärft war. Gegen Abend wurde sie dann mit einem Kranwagen geborgen. Die Bombe war wohl bereits nach dem Zweiten Weltkrieg gefunden und entschärft worden und dann erneut in der Iller entsorgt worden. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Kempten hat heute sein Programm für die Allgäuer Festwoche vorgestellt. Die Sonderschau mit dem Titel Landschaft, Energie ist dabei einer der Hauptprogrammpunkte. Bei dem gleichnamigen Projekt geht es darum, den Menschen im Allgäu den Umgang mit Energie näher zu bringen. Außerdem wird an neuen Methoden zur Energiegewinnung, Speicherung und Verwertung gearbeitet. Ein Modell des Allgäus mit angewandten Vorgehensweisen wird es auf der Festwoche zu sehen geben. Einen weiteren großen Fortschritt zur energieeffizienteren Landwirtschaft sollen verschiedene Energiepflanzen bringen. Wir wollen einfach wegkommen von dieser Geschichte Mais, Mais, Mais im Endeffekt. Wir wollen Alternativen anbieten. Mais ist halt momentan sehr im Fokus, weil es eine durchzüchtete Pflanze ist, die ist schon 50 Jahre gezüchtet. Und bei den Energiepflanzen ist man halt erst auf dem Weg dazu. Es gibt einige Erfolgsversprechen, da sind da wie gesagt hier auch einige dabei, die im Endeffekt Zukunft verheißen, auch als Energiepflanze. Die Besucher können außerdem auf speziellen Energiefahrrädern am eigenen Leib testen, wie schwer es ist, Energie zu erzeugen. Mit den Gefährten wird ein Windrad angetrieben oder Wasser transportiert. Zusätzlich werden Ansprechpartner vom LEADER-Programm und von der Energieberatung vor Ort sein. Sie stehen bei Fragen beratend zur Seite. Die Bäuerinnen des Vereins Mir Allgäuer sorgen im Rahmen eines Cafés für die Verpflegung. Das Unwetter, das gestern Nachmittag in weiten Teilen Schwabens große Schäden angerichtet hat, hat das Allgäu weitestgehend verschont. Einen Tag vorher, am Samstagabend, aber kam es zu einigen Schäden in der Region. Im Westallgäuer Oberreute waren 3.100 Haushalte über eine Stunde lang ohne Strom. Grund war ein Blitzeinschlag in ein Trafohäuschen. Auch in Rieder im Landkreis Ostallgäu schlug der Blitz ein, und zwar in ein Kirchturm. Weil zunächst nicht klar war, ob der nicht möglicherweise Feuer gefangen hatte, rückte die Feuerwehr an. Nach noch nicht einmal einer Stunde konnte allerdings Entwarnung gegeben werden. Bei Röthenbach im Westallgäu hat ein Unbekannter auf ein vorbeifahrendes Auto geschossen. Der Fahrer eines Kleintransporters war am frühen Samstagmorgen mit seinem Fahrzeug zwischen Steinegarden und Oberhäuser unterwegs, als er einen Schlag hörte, den er zunächst nicht einordnen konnte. Danach bemerkte er einen Mann mit kurzen Haaren und weißem T-Shirt, der sich hinter einer Leitplanke umdrehte und wegrannte. Später entdeckte er an seinem Fahrzeug eine Eindellung, die von einem Kleinkalibergeschoss stammen könnte. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb bislang erfolglos. Die Bahn setzt bei den Planungen für die Elektrifizierung der Bahnstrecke München-Memmingen-Lindau auf die Beteiligung der regionalen Vertreter. Deshalb wurde beispielsweise Mindelheims Bürgermeister Stefan Winter zusätzlich in den Projektbeirat aufgenommen. Außerdem werden regionale Dialogforen regelmäßig über Fortschritte informiert. Die Gremien sollen erstmals im Oktober tagen. Ziel der Elektrifizierung ist es, die Fahrzeit zwischen München und Zürich deutlich zu verkürzen. Im Bodensee bei Lindau ist heute ein 69-jähriger Mann ertrunken. Er war gegen 7:30 Uhr morgens im Bereich des Lindenhofparks zum Baden gegangen. Kurze Zeit später beobachteten Zeugen, wie der Lindauer mehrmals unterging. Sofortige Wiederbelebungsversuche nach der Rettung blieben aber ohne Erfolg. Ja, das waren die Meldungen vom 5. August 2013 und wir schauen jetzt mal, wie das Wetter in den nächsten Tagen so wird. Das Wetter mit dem Allgäu-Outlet Sonthofen. Topmarken für jedes Wetter. Heute erwartet uns eine ruhige und trockene Nacht. Die Temperaturen kühlen auf angenehme 15 bis 19 Grad herunter. Morgen Vormittag erwärmt sich die Luft wieder kräftig. Es ist weiterhin sonnig, nur am Alpenrand können vereinzelt Quellwolken aufziehen. Am Dienstagnachmittag wird es überall warm und schön. Gegen Abend sind jedoch lokale Schauer und Gewitter möglich. Es werden Höchstwerte von bis zu 31 Grad erreicht.
Am Mittwoch ist es teils sonnig, teils bewölkt. Nachmittags und abends können aber Schauer und Gewitter aufziehen. Am Donnerstag verschlechtert sich das Wetter wieder. Es ist kühl und regnerisch. Der Freitag wird wieder schöner und auch wärmer bei Temperaturen um die 20 Grad. Ja, und damit kommen wir zum Sport. Spitzenspiel in der zweithöchsten American Football Liga in Deutschland. Der Tabellenführer der zweiten Bundesliga, die Allgäu Comets, empfingen gestern den Tabellenzweiten Frankfurt Universe. Es ging für die Kempner nach 7 ungeschlagenen Spielen darum, die Spitze der Tabelle zu verteidigen. Und das gegen eines der besten Angriffsteams der Liga. Am Ende gelang den Comets das Vorhaben. Die Kempner setzten sich mit 26-14 durch. Und wir kommen zum Fußball. In der Regionalliga hat der FC Memmingen wieder auf die Siegerstraße zurückgefunden. Das Team von Trainer Esat Karic gewann bei den Würzburger Kickers mit 1-0. Das Tor des Tages schoss Sebastian Bonfert in der 34. Spielminute. Memmingen klettert durch den Sieg von Platz 7 auf Rang 5 der Tabelle. Die Fußball-Europameisterin Melanie Leupolz ist am Freitagabend in ihrem Heimatdorf Ratzenried in Empfang genommen worden. Die 19-Jährige konnte mit ihrer Mannschaft den Titel in Schweden erkämpfen. Ja, es war eine unglaubliche Zeit. Also erstmal dabei zu sein, ich war total glücklich und mit der Mannschaft zu spielen, die eigentlich immer meine Vorbilder waren. Ich kann es eigentlich gar nicht so beschreiben. Und dann auch noch die Europameisterschaft zu gewinnen, da fehlen mir wirklich die Worte. Also eigentlich war es mein größter Traum und er ist wahr geworden und so viel Glück und Stolz einfach in mir und einfach unbeschreiblich. Neben Familie und Freunde sprachen auch ihr alter Trainer und Bürgermeister Josef Körberle ihren Stolz und Gratulation aus. Diese lobten vor allem Melanies Ehrgeiz, Disziplin sowie die Freude am Spielen. Ich konnte es eigentlich noch gar nicht fassen. Ich fahre zum Ort rein und erstmal ein riesen Banner mit meinem Gesicht drauf und da merkt man einfach, dass auch der Ort und der Verein richtig stolz auf einen ist. Und das ist natürlich sehr schön. Und ich fühle mich hier einfach gleich wieder zu Hause, auch wenn ich hier nicht mehr wohne. Und herzlich willkommen und ja, alles perfekt hier. Nach dem Empfang hatten dann Freunde, Bekannte und Fans die Möglichkeit, Melanie zu gratulieren. Außerdem verteilte sie das ein oder andere Autogramm. Ja, und damit kommen wir zum Motorsport. Erfolg für das Kempner Audi Up-Team beim DTM-Rennen an diesem Wochenende in der Nähe von Moskau. Der schwedische Up-Pilot Matthias Ekström fuhr als Zweiter über die Ziellinie. Er lieferte sich über alle Runden hinweg ein markeninternes Kopf-an-Kopf-Rennen mit Audi-Pilot Mike Rockenfeller, der dann am Ende als Erster über die Ziellinie kam. Damit wartet Ekström nach seiner Disqualifikation auf dem Norrisring noch immer auf seinen ersten Sieg. Das Team Engstler hat in der Rennserie WTTC an diesem Wochenende in Argentinien ein schwieriges Wochenende hinter sich. Im letzten Rennen vor der Sommerpause lief es für die beiden Fahrer aus Wiggensbach nämlich alles andere als rund. Weder Teamchef Franz Engstler noch sein Fahrer Charles Kaki Ng fanden Zugang zur Strecke und kamen am Ende als 11. und 12. Privatfahrer ins Ziel. Ja, das war's vom Sport. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann nehmen wir Sie mit nach Kaufbeuren. Bleiben Sie dran. Die Auenhütte und das neue RSA Radio präsentieren den Walser Fenstalprinz 2013. Yeah! Sei dabei und melde dich jetzt an für die Walser Fenstalprinz-Tour. Alle Infos findest du auch unter www.auenhütte.at. Das Ereignis des Jahres. Kempten begrüßt Sie zur Allgäuer Festwoche. Die bedeutendste Wirtschaftsmesse der Region mit 400 Ausstellern und vielen neuen Erlebnisbereichen. Endlich Festwoche, das größte Sommerfest im Allgäu mit Highlights aus Kultur, Sport und Unterhaltung für die ganze Familie. Allgäuer Festwoche, die Erlebniswoche in Kempten. Drum vom Paradies. Das Goldboden-Volksfest in Straubing vom 9. bis 19. August. Unbeschwerte Tage genießen auf dem Fest, Neues entdecken auf der Ostbayern-Schau. Feiern Sie mit uns das Goldboden-Volksfest ab dem 7. August bei uns im Programm. Gut geht's uns schon, uns Allgäuer. Unsere Heimat, unsere Natur und unsere Traditionen gibt's kein zweites Mal. Und erst unsere Leid. Die denken sich lieber mehr, als sie sagen. Gern bei einem Allgäuer Büblebier, unserem Bier.
Allgäuer Büblebier aus dem Allgäuer Brauhaus. Unser Bier. Ja, wenn man Menschen nach ihren Vorbildern fragt, bekommt man ganz unterschiedliche Antworten. Mal sind es Politiker, mal Schauspieler, meistens aber Popstars. Für gläubige Katholiken gibt es aber da noch eine weitere Liste von Vorbildern, die Heiligen nämlich. Sie gelten als hilfreiche Fürbitter vor Gott. Und eine von ihnen ist die heilige Crescentia aus Kaufbeuren. In Obergünzburg wurde jetzt eine Reliquie der Franziskanerin eingesetzt. Festliche Stimmung, ein volles Kirchenschiff. Die Pfarrgemeinde in Obergünzburg ist am Wochenende zu einem ganz besonderen Gottesdienst zusammengekommen. Sie alle wollten der Einsetzung dieser Reliquie beiwohnen. Das Knochenstück der heiligen Crescentia hatte Pfarrer Walter Böhmer von der Generaloberin des Kaufbeurer Klosters geschenkt bekommen. Dadurch, dass ich einen sehr guten Kontakt ins Crescentia-Kloster hatte und bin dann auch immer von Zellerberg, das ist 8 Kilometer von Kaufbeuren entfernt. Da bin ich sehr oft zu Fuß hingegangen und habe dann einfach hier immer wieder den Schutz der heiligen Crescentia erbeten. Und dann bin ich zum Teil auch bei den Schwestern beim Frühstück eingeladen worden. Und so haben sie einfach gesehen, dass ich ein großer Verehrer der heiligen Crescentia bin, dass sie mir sehr am Herzen liegt. Und dann habe ich auch dieses Reliquienkästchen mir erworben, ohne eine Reliquie zu haben. Das hat dann auch die Generaloberin einmal gesehen. Und eines Tages hat sie dann gesagt, ich bekomme eine Reliquie, was mir sehr, sehr gefreut hat. Auch Weihbischof Florian Wörner kam zur Reliquieneinsetzung. In seiner Predigt ging er auf die Vorbildfunktion der Heiligen und das Leben der heiligen Crescentia ein. Sie wurde 1682 als Anna Höss geboren und trat im Alter von 21 in das Kaufbeurer Kloster ein. 2001 wurde sie heilig gesprochen. Ihr Lebensweg sei ein Beispiel dafür, wie man durch den Verzicht auf weltliche Güter ein erfülltes und reiches Leben führen könne, so Wörner. Crescentia von Kaufbeuren ist eine Ordensschwester geworden, eine Franziskanerin. Franziskus, unser neuer Papst, heißt ja so, ist ja das große Vorbild des Armwerdens um des Reichtums Gottes willen. Ich sage es mal ein bisschen umständlich. Es geht nicht arm sein um des Armseins willen, sondern es geht darum, den Reichtum Gottes zu erfassen, den in Blick zu nehmen. Also so frei zu sein, so frei zu werden, dass Gott mich füllen kann, dass Gott mein Schatz werden kann. Und da sind uns die Heiligen, gerade auch die heilige Crescentia als Franziskanerin, als Ordensfrau, große Vorbilder. Welchen Stellenwert die heilige Crescentia hat, sieht man auch an den vielen Besuchern der Messe. In Obergünzburg gibt es ohnehin eine besondere Verbindung zu den Franziskanerinnen. Bis in die 90er Jahre wirkten die Ordensschwestern auch hier als Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen. Die Reliquie sei daher hier genau am richtigen Platz, betont der Weihbischof. Ich glaube, dass das für eine Pfarrgemeinde etwas ganz Besonderes ist. Hier in Obergünzburg waren ja Crescentia-Schwestern tätig, jahrelang, ich glaube über 100 Jahre haben die hier gewirkt, im Kindergarten, Hauswirtschaftsschule und so weiter. Die Heiligen sind uns, wie gesagt, Vorbilder. Wenn Reliquien da sind, erinnern sie uns daran, ihren Weg einzuschlagen, an ihnen Maß zu nehmen, wie sie leben, wie sie glauben. Und sie sind uns natürlich auch mächtige Fürsprecher. Sie treten bei Gott für uns ein im Himmel. Und das ist natürlich ein ganz großer Segen. Am Marienaltar hat die Reliquie nun ihren festen Platz gefunden. Hier wird sie von nun an öffentlich für alle Gläubigen zugänglich sein. Ja, das war TV Allgäu Nachrichten für heute. Morgen geht es bei uns zum einen um das diesjährige Sicherheitskonzept der Allgäuer Festwoche. Zum anderen um das Thema regionale Produkte, und zwar von der Erzeugung bis hin zum Handel und zum Verbraucher. Über dieses Thema hat sich nämlich Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner heute in Ruderatshofen unterhalten. Mehr dazu gibt es morgen hier an dieser Stelle. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Genießen Sie das Wetter, passen Sie auf sich auf. Tschüss für Gott und auf Wiedersehen.